Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch, was ich in den letzten Tagen bei meinem Minecraft Immersive Railroading Projekt gebaut habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, da wären wir auch schon. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen relativ viel gebaut. Einmal habe ich hier die Signalanlagen von dem großen Bahnhof hier und der Ringlinie gebaut. Und von der Hauptlinie hier, also die jetzt nicht im Kreis verläuft, sondern die andere, dort habe ich jetzt nur hier in dem Bahnhof jetzt die Signale gebaut. In den anderen Stationen habe ich das noch nicht gemacht. Außerdem habe ich hier noch ein paar Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzung und Co. habe ich platziert. Da hinten irgendwo habe ich dann auch den neuen Bahnhof von, also ein neuer Bahnhof von der Hauptstrecke. Habe ich da hinten gebaut. Und dann habe ich auch noch hier in der Stadt noch einen kleinen Park gebaut. Sieht ganz cool aus, auch hier mit mal wieder mit der Chisel-Mod. Ich muss sagen, die Mod ist wirklich mega, mega hilfreich, wenn man halt, ja, ein bisschen Abwechslung in seine Welt bringen will mit den verschiedenen Baumaterialien. Sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Habe ich halt noch einen See. Und die Bänke sind jetzt auch aus der EcoCraft-Mod. Und ja, dann gehen wir mal zum Bahnhof. Da habe ich auch noch was Kleines verbessert. Nämlich haben wir hier jetzt richtige Fahrkartenautomaten. Ihr könnt euch vielleicht noch an die älteren Folgen erinnern. Da hatte ich ja noch aus der DecoCraft-Mod diese Geldautomaten. Und die sahen halt ja so ähnlich aus wie die wie so Fahrkartenautomaten. Aber jetzt gibt es hier in einen von den beiden Signalmods, die ich installiert habe. Nämlich einmal habe ich hier Land of Signals. Und einmal habe ich muss mal gucken, wo das ist, GIR oder GIR Signals. Und ja, hier gibt es auch noch so eine Seite. Ich finde die gerade wieder nicht. Ah, hier, genau, bei Assets. Da gibt es auch noch zum Beispiel so einen Signalhebel. Oder halt, ja, wirkliche Fahrkartenautomaten von der Deutschen Bahn. Und einmal von der SBB. Sehr, sehr cool. Und ich finde, das passt auch hier ganz gut rein. Die kann man hier auch rotieren, das ist ziemlich cool. Und ich muss kurz den Regen ausstellen. So. Und ja, jetzt gucken wir uns mal die Signalanlagen an. Wir haben hier einmal für die Einfahrt, wenn jetzt hier ein Zug kommt von der Ringlinie in die Richtung, haben wir hier einmal da vorne ein Vorsignal. Das zeigt an, ob das Hauptsignal hier auf Rot oder Grün steht. Damit halt der Zugfahrer weiß oder der Triebfahrzeugführer weiß, okay, ich muss jetzt mal anfangen zu bremsen, weil hier steht das Signal noch auf Rot. Dann haben wir hier halt das Hauptsignal, noch mit so einer ZS3 obendrauf, halt da, wo dann halt die 4 steht, also mit 40 km/h einfahren. Außerdem haben wir hier noch ein Vorsignal, was dann halt anzeigt, ob das Signal da vorne, das Ausfahrtssignal auf grün HP1 oder rot HP0 steht. Und ja, haben wir halt hier die festgelegten Richtungen halt. Also von da nach da und von da hinten nach hier vorne. Und ja, ich muss sagen, mir persönlich gefällt diese GIR Signal Mod besser, weil hier kann man wirklich alles anpassen. Das ist wirklich mega cool gemacht, nämlich wir können hier einmal Shift und rechtsklicken auf dem Boden mit diesem Signal Placer und dort können wir dann die verschiedenen Signaltypen auswählen. Das ist halt wirklich ziemlich praktisch, da kann man wirklich sehr modular damit arbeiten. Zum Beispiel hier das ganz normale Haltsignal oder Vorsignal, beides kombiniert. Also Vorsignalanzeige, dieses Vorsignalschild, halt diese ZS3. Das war jetzt die HV-Signale, dann gibt es auch noch die KS-Signale. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr viel, was man hier anpassen kann. Hier auch die Mastfarben. Dann haben wir auch noch andere Signale, ich weiß nicht, HL-Signale. Ich weiß nicht, wo die zum Einsatz kommen. Am-Signale gibt es auch noch. Hier noch das Gleissperrsignal. Dann haben wir sogar noch
Ihr Signal Plate Placer, das sind dann halt hier die Geschwindigkeitsanzeiger. Oder ja auch die Stoppsignale. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr viel hier für Bahnübergänge. Ist schon sehr, sehr cool. Also man kann hier wirklich einiges mitmachen. Habe ich halt auch ein paar Langsamfahrtzonen zum Beispiel hier eingerichtet. Ja. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr cool, weil dann kann man ja auch das relativ realistisch darstellen. Könnte sein, dass ich in den Signalkonfigurationen ein paar Fehler gemacht habe, zum Beispiel wo die Signale stehen. Aber naja, also es, auf jeden Fall sieht das schon mal sehr, sehr cool aus. Hat einmal halt einen optischen Zweck natürlich und halt einmal einen, ja, einen, natürlich auch, also dekorativ und halt funktional. Hier im Stellwerk, das habe ich jetzt auch endlich funktional gemacht, also dass man hier wirklich was einstellen kann. Hier kann man dann halt die verschiedenen Signale stellen mit den Hebeln. Zum Beispiel hier das Vorsignal hier für die, also das Einfahrtssignal für Gleis 2. Hier für Gleis 4. Also ist schon ziemlich cool und das ist für das Signal da irgendwo ganz hinten. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal zur zu der neuen Station. Ich muss hier natürlich realistischerweise muss ich dann hier das Signal auf Fahrt stellen, also auf HP1. Ich glaube, das ist das hier, wenn ich mich nicht geirrt habe. Gleis 4 Ausfahrtssignal. Ja, richtig. Wir ignorieren jetzt mal kurz die Geschwindigkeitseinstellungen, also die Geschwindigkeitsbegrenzung hier, die hier stehen. Aber naja. So, dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los. Und ich habe mal wieder. Also es ist ziemlich merkwürdig manchmal, wenn ich ehrlich bin mit denen, wie man die Loks dann hinstellt, dass die auf einmal in die falsche Richtung fahren. Wurde wahrscheinlich falsch herum eingestellt, aber also aufgestellt, aber naja. Ich habe jetzt auch endlich mal hier, weil das soll ja eine Art Hauptstrecke sein. Da ist der Stationsabstand noch mal einiges höher. So. Und ich habe aus Versehen die falsche Richtung beschleunigt. Meine Güte. So. Das ist dann hier der neue Bahnhof. Und ja, hier habe ich wieder natürlich Blöcke aus Chisel benutzt, weil die Vanilla-Blöcke mir manchmal halt irgendwie ein bisschen zu langweilig werden. Und ja, der Bahnhof habe ich hier auch sehr modern und mit sehr vielen Fenstern gebaut. Ich mag halt einfach die Bauweise. Relativ einfach, aber modern. Finde ich ganz cool. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen karg aus. Finde ich auch, aber ja, aber irgendwie gefällt es mir auch doch irgendwie. Hier haben wir natürlich wieder die Unterführung. Und ja, hier haben wir dann das Empfangsgebäude. Hier kommt dann natürlich wahrscheinlich eine neue kleine Stadt hin, was auch immer. Und ja, jetzt können wir hier auch sehen, dass das Schienennetz schon relativ groß ist. Natürlich wird es jetzt eine Mammutaufgabe werden, die ganzen Signale hier einzustellen, vor allem für den Güterbahnhof hier oben und den einen Güterbahnhof, upsala, und den einen Güterbahnhof hier für diese eine Fabrik. Das wird natürlich ein bisschen knifflig werden, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ja, das waren dann eigentlich so die Sachen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. So, das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verbesserungsvorschläge wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.